Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobanka. Weiter geht's mit Hämmerting. So, ich hoffe, ihr hattet einen schönen heiligen Abend. Willkommen zum ersten Weihnachtsfeiertag. Die Geschenke sind ausgepackt und jetzt schon wieder so langweilig, dass dringend eine Folge Hämmerting kommen muss. So, wir haben beim letzten Mal diese wundervolle Eisenmine hier, diese geile Eisenmine entdeckt. beziehungsweise diesen Strang von Eisen. Alles voll. Und wir bauen gerade eine Brücke dahin. Aber ich würde jetzt einmal diese Befehle alle abbrechen, wenn es denn geht. Wenn er mich das machen lässt. Aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar, wir haben hier schon Brücke über Brücke gebaut. Wir haben ja immer noch das Problem, dass der Koch nicht kochen will. Und dass hier irgendwas los ist. Wir haben jetzt hier schon so Blöcke drunter gebaut. Ich mache das jetzt mal einfacher. Und baue jetzt tatsächlich eine zweite Küche. Und schaue dann, ob die da drin was kochen und ob das wirklich ein Problem ist, dass sie hier nicht rankommen an den Ort, weil wir hier so eine Brücke gebaut haben. Das könnte ja sein. So, dann bauen wir die mal vielleicht hier irgendwo hin. Passt sie da noch rein? Nein. Hier würde sie reinpassen. Direkt unten drunter. Ah, dann reißt sie auch irgendwas ab. Ja, schaut mal. Also diese Brücke funktioniert da oben drüber, interessanterweise. Ist hier was eingelagert? Nein, nämlich hier ist auch nichts drin. Allerdings haben wir auch nichts zugewiesen, oder? Das könnten wir auch nochmal probieren. Guck mal, ich mach mal Waffen und Werkzeuge hier rein. Das ist nicht so viel, was wir davon haben. Dann schauen wir mal, ob da irgendjemand was hinbringt oder ob sie das wirklich nicht erreichen können über diese Brücke. Man sieht, dass es eng ist. Ja, ich glaube, das ist echt das Problem. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Müssen wir die ganzen Brücken wieder abreißen. Aber los, wir probieren das hier mal. Hier ist noch schöner Dreck unten drunter. Obwohl, jetzt kommt jemand. Nee. Dann machen wir das jetzt hier. Mit Granitblocken und Kupferbarren. Eine neue Küche. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich was bringt. Und dann können wir alles, was wir mit Treppen gemacht haben, gleich wieder wegschmeißen hier. Wir sind kurz davor übrigens mit 13 Handelsweisheit jetzt. Also wir könnten schon andere Sachen machen, aber ich möchte als allererstes... Was wollte ich nochmal machen? Entweder die Rezepte oder hier das Klingen schärfen. Das wäre ganz gut. Auch wenn wir die Schleifkunst jetzt schon machen könnten, aber jetzt hier die Trillant-Juwelen und die Kubochon-Juwelen, die machen wir mal noch nicht. Die sparen wir uns noch ein bisschen auf. So, jetzt bin ich gespannt. Wenn das Ding jetzt mal gebaut ist, können wir echt diese ganzen Gebäude alle abreißen hier. Dann diesen ganzen Kram abreißen und dann müssten wir gucken, ob wir das mit solchen Teilen hinkriegen. Also wenn man hier so schräg von unten guckt, dann sieht es da tatsächlich so aus, als ob das bis hinten ranreicht und das eben nicht. Aber dann sollte es doch eigentlich auch funktionieren, wenn wir jetzt hier so Dinger basteln. Aber gut, wir schauen mal. Wir schauen mal, was die Küche so macht. Hier hocken so ein paar Leute rum, denen wir gesagt haben, sie sollen sich ein bisschen da reingraben. Dann könnt ihr mal ein bisschen weitermachen. Könnt ja hier mal graben. Macht ihr das dann? Jawohl. Okay, ist ein bisschen eng hier. Könnt euch ein bisschen Platz auch frei graben, aber ihr passt ja durch. Ihr seid ja Zwerge. So, hier kommen wir in Chloridgegend. Auch nicht so cool. Warte mal, bewegen bitte mal hier hin. Ach, das ist irgendwie schwierig. So ist einfacher. Wenn wir einfach einem den Befehl geben. Dann schauen wir hier nochmal in die Chloridmine. Und hier haben wir nochmal einen heiligen Quell. Ach, da fällt mir gerade was ein. Es hat mir auch jemand von euch geschrieben, dass ich da in der speziellen Blablabla, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Oh, das ist auch wieder groß hier. Cool. Und hier haben wir Mithril-Erz. Okay, auch geil. Dann bitte hier mal gucken. Kommt ihr da wieder hoch? Ja, ich glaube ja. Also das ist schon deutlich schöner geworden. Es ist einfach auch, diese Dinger sind auch größer. Oh, hier ist ein Rattenloch. Da kannst du erstmal wieder abhauen. Das machen wir, wenn dann zusammen. Genau. So, weil, wo war denn der Meisterzwerg hier nochmal? Hier. Angeblich kann ich, da kann keiner hin. Ach, diese Brücken scheinen noch buggy zu sein. Weil also eindeutig könnten sie hier eigentlich hin. Verflixt nochmal.
Ihr habt doch auch die Laterne hierhin gebaut. Ist die Küche schon fertig? Ja. So, jetzt probieren wir das hier nochmal. Jetzt machen wir hier 5-mal Düstermehl und 5-mal Hartkeks. Jetzt ist die Frage, ob sie natürlich hier vom, das Wasser überhaupt abholen können. Aber doch, er holt sich hier Weizen. Na, Moment, hier wird erstmal Wasser produziert. Da kommt er auch hin, scheinbar. Er braucht halt sehr lang. Oh, Leute, ihr seid alle unten im Keller. Hertha. Alle mit Schwert, bitte. Na gut, ihr braucht ewig, bis ihr da oben seid. Aber trotzdem, Angriff. So, aber alle wirklich. Jorun, kommst du? Willst nicht, ne? Angreifen, bitte. Oder mit bewegen geht's einfacher, glaube ich. Ihr wisst nicht mehr, wie ihr wegkommt da unten. Warum nicht? Warte, Moment. Hier ist der Weg, da ist... Ja, okay, das ist euch zu kompliziert scheinbar. Na gut, wir machen die Treppe hier weiter. Wenn wir sie schon haben. Bevor die da alle 10 Jahre hängen da unten. Fangen wir an, euch das hier mal aufzugeben. Hier einfach weiter zu bauen. Also hier kommt ihr nicht runter, oder was ist das Problem? Ich weiß es nicht. Jetzt kommen sie auf jeden Fall wieder, teilweise. Wo kommt denn der grüne Schleim her? Auf jeden Fall ist er jetzt wieder weg. Wo ist unsere Köchin? Kannst du dich hierher bewegen? Nein, du weißt nicht, wie du da hinkommst. Herfried baut da unten. Ach, verflixt, echt. Ihr habt halt das Zeug nicht. Ach, hier kommt ihr nicht hoch. Ich sehe das Problem. Warte, wir machen das anders. Obwohl, nee, ihr könnt ja keine... Ihr könnt ja jetzt da unten nichts bauen. Dann müsst ihr euch hier was reinbasteln. Eine Treppe reinbasteln. Immer 3, 3, 3, 3. Und dann noch einen. Solltet ihr da eigentlich wieder rauskommen. Richtig. Ah, da. Jetzt kommen sie alle wieder. Okay. Das war mal kein Fehler. Das war wirklich einfach doof gebaut. So, jetzt kommt ihr alle wieder. Sehr schön. Und hier wird jetzt auch das gemacht. Hier werden Hartkekse produziert. Also Tatsache, die kommen da einfach nicht hin. Über die Brücke. Ist das zu fassen? Na gut. Dann bitte nicht nur 5 Hartkekse, sondern dann bitte wieder auf Halde. 10 mal Mehl und 10 mal Kekse. Und dann können wir das hier endlich auch erledigen. Und Gelee-Kuchen und Algenpfannkuchen kannst du, glaube ich, auch machen. Jawohl. Da brauchen wir 5 von. Machen wir mal ohne anderes Zeug. Dafür brauchen wir Mehl und Großmeeralgen. Und was haben wir noch? Gelee-Kuchen können wir noch nicht machen. Aber Flechtensuppe können wir schon. 1, 2, 3, 4, 5. Niederlage, verflixt. Ja, ja, jetzt haben wir da oben nicht geholfen. Jetzt wissen wir aber, wie wir die Hartkekse fertig kriegen. Ach, ärgerlich. Na gut. Okay, heißt das, wir reißen das jetzt einfach ab hier? Wahrscheinlich schon. Zack, ist es weg. So schnell geht's. Und das könnt ihr, ja? Also abreißen geht. Dann reißen wir das auch noch ab hier. Und dann reißen wir das Lazarett auch noch ab, weil da macht auch keiner was. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich hier. Aber gut. Dann würde ich mal schauen. Jetzt fallt ihr natürlich alle wieder runter. Aber wir reißen jetzt das ab und das ab. Ohne runterfallen gerne. Und dann reißen wir das alles hier ab. Ich bin gespannt, wie viele fallen. Da ist der erste. Und jetzt werden wir nie wieder da rankommen, weil ihr das... Ach, ihr seid so doof manchmal, wirklich.
Das heißt, jetzt baue ich hier. Und sie fallen wie die Fliegen. Bauen wir hier Blöcke drunter. Probieren wir das nochmal. Mit den Blöcken und dann das Ding. Dann die Gebäude da oben drauf. Mal schauen, ob das was wird. Also, zumindest haben wir das mal. Das ist doch schön. Eberspeckspieß müssen wir auch noch machen. 1, 2, 3, 4, 5, bitte. Krise in der Überwelt. Dann schauen wir doch da nochmal, was wir jetzt machen können. Jetzt, wo wir wissen, wo das Problem lag. Also, das machen wir nochmal. Das wird jetzt hier organisiert gerade. Die Rattenhaut lassen wir, weil jetzt können wir auch das Lazarett gut benutzen. Stahlträger machen wir gerne nochmal. Hier fleißige Schiffsbauer mit 15 Gold. Wunderbar. Das geht alles quasi automatisch. Das war bei den Herbstdocks. So, hier, das machen wir jetzt auch. Mit den Hartkeksen. Hütte am Kratzgrein kriegt auch noch das. Und die kriegen auch nochmal das. Und an den Sommerdocks gibt es nochmal 15 Stahlträger. Auch die machen wir euch nochmal. So, dann legen wir nochmal hier oben richtig los. Genau, und ihr müsst nur hier ordentlich was hinbasteln. 15 Granitblöcke. Macht ihr das immer noch schön? Ja, wunderbar. Wunderbar. Da oben könnten wir auch mal wieder weiter gucken. Aber gut, jetzt machen wir erstmal das hier fertig. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die Geleekuchen vielleicht freischalten können. Ne, 15 brauchen wir, aber es sollte gleich soweit sein. Herbstdocks, da ist der erste Punkt. Dann die müden Äxte, da ist der zweite. Lecker Huhn weg, da ist der dritte. Wir brauchen mindestens 15, 17 Stahlträger. Ach nee, die sind nicht hier, die sind in der Schmiede. Außerdem können wir mittlerweile Silber- und Goldbarren machen. Auch schön. Gerne das Ganze aus Kupferbarren. Ach, ihr habt eh 10 hier in Reihe. Dann schauen wir mal, ob das hier automatisch funktioniert. Sind auf jeden Fall jetzt wieder alle gut am Basteln. Okay, wunderbar. Wunderbar. Ich bin gespannt. So, wollen wir es ein bisschen schneller laufen lassen? Ich bin ja dafür, nein. Jetzt ist das hier völlig verlassen, weil wir da jetzt auch keine Aufträge mehr haben. Aber wir haben jetzt gerade auch genug Eisen. Die sollen mal jetzt erstmal das Zeug hier produzieren. Wir machen jetzt erstmal Punkte, Punkte, Punkte. So, die nahrhaften Algen sind fertig. Das Versteckspiel ist nochmal fertig. Der Angriff kann auch stattfinden mit den 5 Keksen schon mal. Da haben wir wieder einen Sieg. Sind wir wieder auf dem richtigen Weg. 3 Hartkekse brauchen wir da noch für. Ich hoffe, die werden gemacht. Oder lässt du das jetzt hier? Ist die Frage, ob er das jetzt mit einrechnet. Aber ich glaube, nee, Brunkel kommt schon mit seinem Level. Und Ingegerd macht auch mit. Nee, Ingegerd kann nicht mitmachen. Das kann nicht sein. Okay. Aber das sieht doch gut aus. 56,20. Jetzt können wir hier richtig der Reihe nach hier alles freischalten. So, Handelsbindrezepte erstmal für den Geleekuchen. Machen wir das Klingenschärfen gleich hinterher. Die Schleifkunst könnten wir auch schon machen. 5 Handelsweisheit, aber wir könnten sogar das Schmelzen seltener Erden denn schon machen. Aber gut, wir machen jetzt erstmal Handelsweisheit fertig für das Klingenschärfen. Da ist nämlich schon wieder was Neues. Achso, die Rattenhaut. Da ist nichts Neues. Machst du jetzt nicht zusätzliche, wenn ich dir jetzt die Aufgabe gebe, einfach nochmal hier unten 5 Hartkekse extra zusätzlich zu den 10, machst du das dann? Das wäre ja herausragend schön. Herfried ist auch gekommen. Und Herfried hat den Löffel da hinten. Okay, dann ist es auch richtig mit dem Löffel da hinten. Dann kriegst du jetzt wieder hier ein Schwert, wenn wir noch eins haben. Entweder hier oder hier im Lager wahrscheinlich. Hier liegt alles voll. Wir können auch mal was verkaufen. Wir haben auch noch schöne Grubenbeiläxte. So, hier. Das ist doch ein schönes Schwert. Das kannst du mal Brunkel kriegen. Oder ist das Großvaters Schwert? Nein. Und dann schauen wir nochmal hier nach den guten
Spitzhacken. Da kriegt Hertha eine. Und Vogel eine. Und Helgulf eine. Na gut, wir könnten noch mehr gebrauchen. Mann, haben wir viele Laternen. So, jetzt hast du schon wieder so ein bisschen aufgehört, aber ich glaube, ihr bringt Zeug hin und her, ne? Ich glaube, ja. Mit irgendwas macht ihr auf jeden Fall weiter. Ja, da werden die Hartkekse wieder gemacht. Okay, dann können wir diese fünf hier unten auch rausnehmen. Flechtensuppe, jetzt können wir den Gelee-Kuchen auch mal anschmeißen. 1, 2, 3, 4, 5. Da brauchen wir jetzt nicht so viel mehr. Und dann hoffe ich, dass die das hier schnell bauen. Diese ganzen Treppen schmeiße ich jetzt da auch runter nochmal. Denn darunter haben wir ja quasi schon... So, jetzt wird es hier auch nochmal spannend. Wenn wir das jetzt ausmachen, kommt ihr dann trotzdem da ran? Oder nicht? Das wird jetzt spannend, wenn der Erste da rauskommt. Also erstmal ist sie da ordentlich am Malochen im Bauernhof. Ja, doch. Da kommen sie hin, zumindest hier von der Treppe aus. Okay, dann würde ich jetzt nochmal... wollen wir das Lazarett hier jetzt daneben bauen vielleicht? Und dann aber ein Lager. Ich lasse jetzt die Küche nämlich da unten. Was haben wir denn jetzt eigentlich abgerissen hier? Das Lazarett haben wir abgerissen. Und die Arkane Werkstatt haben wir abgerissen. Dann machen wir jetzt die Arkane Werkstatt hier nochmal daneben. Und zwar auf die Höhe jetzt, einen tiefer. Dann kommt hier noch ein Lager dazwischen und dann das Lazarett daneben, wenn es denn klappt. So, Schweinereien können weg. Fleißigen Schiffsbauer kriegen auch, was sie brauchen. Und den Vorteil nutzen, Angriff bitte. Ach, ist das schön, wenn es wieder alles läuft, wenn man weiß, woran es lag. Also, diese Brücken können wir vergessen. Die sind nicht cool. Also nur zum Laufen. Da darf sonst nichts dahinter sein. Das sollte automatisch gehen. Träger und Granitsäulen produzieren wir auf Halde. Eisenerz. So, dann können wir auch nochmal auf den Mörtel hoffen. Wenn das hier denn jetzt irgendwann erledigt ist. Ah, hier ist noch einer. Den können wir noch dazu packen. Dann fangen wir vielleicht da schon mal an. Weil es näher dran ist. Den könnt ihr... Diese Brücke könnt ihr auch wieder wegschmeißen. Okay, also, es läuft. Wieso springst du jetzt da? Jetzt hat er irgendwas wieder übersehen. Ach so, das ist zum Abarbeiten. Da verstehe. Nee, so war das nicht gemeint. Da sollte ein Block hin. Okay, liebe Freunde, es geht weiter. Sehr gut. So, dann können wir jetzt auch bestimmt... Also jetzt, wir müssen immer noch gucken, ob das mit den Blöcken jetzt hier überhaupt funktioniert. Aber die Arkane-Werkstatt läuft und jetzt bitte noch einmal Pergament. Ich stelle es sogar nochmal an, aus Biberhaut. Bitte einmal, zweimal herstellen. Und dann zwei Zwergenkarten aus Pergament herstellen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Biberhaut ist unterwegs, das sieht alles gut aus. Okay. Es läuft wieder. Dann endlich auch Mörtel. Und dann können wir hier... Naja, okay. Jetzt müssen wir überlegen, ob wir hier diese Brücken... Da ist die Brücke ja okay. Hier ist die Brücke eigentlich auch okay, solange diese Lore da überhaupt lang fährt. Die Lore ist auch da jetzt hingefahren. Von hier da hochgefahren. Okay, das scheint zu gehen. Vielleicht ist sie sogar schon einmal gefahren. Man weiß es nicht so genau. Also theoretisch könnten wir diese Brücke, also die Loren fahren scheinbar auch. Ich glaube, das ist festgemacht hinten, nicht unten. Aber eigentlich müssten wir hier alles voller Blöcke bauen und nicht voller Brücken. So, da ist sie. Da ist das Pergament, oder? Ja, da ist die Zwergenkarte, wird hergestellt. Alles im grünen Bereich, wunderbar. Das Radbankett ist fertig, auch das kommt raus. Und damit haben wir nur noch die blutigen Spuren. Ach, herrje. So viel Ärger. Wegen unseren schönen Steinbrücken. Das heißt, hier muss das Ganze auch weg. Das heißt... Tja.
Können wir das dahinter bauen? Ich glaube nicht, ne? Das ist halt doof. Das heißt, wir müssen das jetzt hier wieder abreißen. Schön einzeln, bitte. Wir machen das jetzt, das müssen wir jetzt der Reihenfolge machen. Wir reißen das jetzt ab, dann bauen wir da 4 so eine Dinger hin. Dann reißen wir das ab, bauen da 4 hin und so weiter und so fort. Sonst kommt da wieder keiner ran. So, auch die blutigen Spuren sind fertig. Hervorragend. Meine Herren. Was eine schwere Geburt. So. Das heißt, das Lager kann kommen. Das Lazarett können wir schon mal, wir können schon mal checken, ob das überhaupt passt, so wie wir uns das vorgestellt haben. Mit einem Lager. Das müsste dahin. Ups, jetzt halte ich mal wieder meinen Finger dahin, den ihr nicht sehen könnt. Und daneben müsste dann das Lazarett noch passen. Ja, sollte genau gerade passen. Oh ne, es geht sogar dahin, dann passt es. Okay, dann können wir das Lazarett schon mal bauen. Baue ich dann dahin. Und sobald diese beiden Blöcke da sind, kommt da das Lager dazwischen. Okay. Das ist weg. Dann können hier jetzt Blöcke hin. Es reichen ja auch 3. Da brauchen wir keinen Überhang mehr. Alter, und kriegen wir Mörtel jetzt? Gott, wäre das schön. Das heißt, wir können jetzt Kalkstein machen aus Knochenasche, die wir zwar nicht haben, aber wir probieren es mal nochmal. 5-mal Kalkstein, bitte. Und dann können wir nämlich den Mörtel machen aus Kalkstein, zerstoßenem Granit und Wasser. Wenn es denn klappt. Wenn hier irgendjemand... Jawohl, es klappt. Der Mörtel kommt. Und damit auch das Material. Also noch kommt kein Mörtel, aber sie sind dabei. Okay, ich würde sagen, hier kann auch hervorragend noch ein... Da ist eh nichts drin in der Truhe. Dann hauen wir die nochmal weg. Und dann bauen wir uns da auch noch einen Fahrstuhl hin. Wenn es denn passt. Hier so daneben. Dann kriegen wir da vielleicht nochmal ein paar Punkte. Hier müssen sie jetzt schon wieder rüber hüpfen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen helfen, dass das nicht so schlimm ist für die. So, dann gucken wir nochmal nach dem zweiten Fahrstuhl. Oder nach dem... nach der Fahrstuhlmöglichkeit, ob es da eine gibt. Ein Aufzugsbar. Aha, jetzt wieder der Bug. So, das passt natürlich genau nicht. Da müsste er hin. Blöd. Da steht auch noch eine Truhe. Naja, ich hatte nur den einen so hundertprozentig eingepeilt, ne? Eingeplant, meine ich. Wo lauft ihr jetzt schon wieder hin? Ihr macht die Erkundungstour, oder was? Ist ja schön. Schön für euch. Wollen wir mal die Ratte noch ausheben? Wo liegen wir denn in der Zeit? Das machen wir zum Ende der Folge. Okay. Jetzt bin ich erstmal gespannt, ob hier... Jetzt ist nämlich der Mörtel da. Hier, der... Ja, es geht los. Es geht los. Jetzt bin ich gespannt auf die Schmiede. Endlich die große Schmiede. Ja, da zerfällt es langsam. Weiter raus vielleicht. Das ist doch mal beeindruckend hier. Das sieht gut aus. Haut das Ding weg. Okay, er muss mit jedem Hammer hauen. Kommt hier ein so ein Teil weg. Aber gut. Jetzt lassen wir uns die Zeit. Es hat lang genug gedauert, diese Schmiede herzustellen. Da können wir zusehen, wie Ingegerd einsam hier auf die Holzteile drauf kloppt. Und dann kriegen wir auch ordentlich Biberhaut. Nein. Ah doch, das ist alles Biberhaut. Ich dachte, das ist Holz von dem, was er da abhaut. Ja, das ist doch beeindruckend. 4, 3, 2, 1. Da läuft sie. Okay. Alles klar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann können wir ja endlich mal gucken, ob wir jetzt noch mal was anderes Schönes, Großes bauen. Also, das sollte die Schmiede sein. Was haben wir denn überhaupt noch nicht? Die Schneiderwerkstatt zum Beispiel haben wir noch gar nicht. Die Taverne haben wir auch noch nicht gebaut.
Oder? Doch. Die haben wir da. Hier ist die Küche. Hier ist ein Lager. Das immer noch nicht erreichbar ist. Deswegen reißen wir jetzt das nochmal ab. Der Weg zur Schmiede ist ein bisschen ungünstig. Da reißen wir nochmal das da weg. Hätten wir jetzt das Lager auch gut unten hinstellen können, ehrlich gesagt. Und eigentlich können wir das hier auch weghauen. Und wenn wir was brauchen, müssen wir aus Blöcken hier was dazwischen basteln. Vielleicht kriegen wir es sogar hin. Können wir das hier so machen, dass man da hinkommt? Ich glaube nicht. Oh, da ist schon wieder einer runtergefallen. Genau. So, und jetzt müsst ihr hier wieder Blöcke... Na? Wieso geht denn das nicht? Da ging es doch auch. Oder ist es jetzt wieder ein tiefer? Ist das hier? Nein. Ach Mann. So, das will nicht. Okay, eventuell müssen wir es wieder alles abreißen. Dann probiere ich jetzt das doppelt so abzureißen und schauen wir nochmal, ob das dann von hier losgeht oder vielleicht ist es jetzt auch zu eng. Man weiß es nicht. Es scheint so zu sein, als ob das jetzt nicht geht. Aber vielleicht reicht uns auch hier der Eingang. Ja, das, da darf man nicht. Okay. Na, vielleicht können sie hier so rein. Hier so schräg rein und dann da wieder raus. Das ist ein bisschen komplizierter als gedacht. So. Dann würde ich noch einen Bewegungsbefehl nochmal zum Rattenloch. Ah, das geht eben nicht. Doch, so. Wer kommt dann, ist die Frage. Wenn ich jetzt einfach einen allgemeinen losschicke, einen allgemeinen Befehl. Herfried kommt schon mal, die mit dem Kochlöffel. Oder? Nein, du hast ja auch ein Schwert, okay. Aber alleine... Passt mal auf, Fungel, Jorun, Selva, einmal Ratten hauen, bitte. 1, 2, 3, 4, 5 und Inge Gerd auch noch. Das geht erstaunlich schnell. Chutka hatte den Auftrag nicht. Okay, ich würde dich nochmal ganz kurz hier... Oh, du rennst auch schneller als sonst. Bleib nochmal ganz kurz hier hinten. Beziehungsweise lauf einmal, einmal den Befehl löschen. Ja, das funktioniert. Sehr gut. Schaut mal, da kommen sie alle. Die ganze Bagage kommt zum Rattenkloppen. So, jetzt nicht gleich wieder wegrennen. Du sollst schon noch hier hin. Und zwar sollt ihr hier alle hin. Nicht, dass wir jetzt... Ich glaube, ihr seid das, ne? Ich glaube, ich kann euch oben einfach, ich weiß nicht mehr ganz genau eure Namen der Reihe nach, aber es sollte funktionieren. Wenn ich euch den Auftrag gebe, wenn ich sehe, Vogel ist hier auch, dann du bitte auch nochmal hier rüber. Wenn ich sehe, dass einer umdreht, so. Haut's kaputt, es ist gar keine Ratte mehr da. Direkt neben dem Mithril, doch, jetzt kommen die Ratten raus hier. Jorun... Jawohl, Brunkel kommt auch noch. Nehmen wir dir auch nochmal den Auftrag, hier noch weiter mitzumachen. Aber ihr seht gut aus. Ihr seid da ganz hinten drin jetzt. Oh, da holt ihr auch noch Zeug raus. Geht's euch gut? Ich glaube ja. Ja, Moment. Könnt ihr das nicht noch weiter zerstören hier? Nee, scheinbar nicht. Aber wartet mal ganz kurz, bitte. Vogel. Kannst du noch mal ein Stück weiter reinlaufen? Wir wollen noch mal ein bisschen gucken. Was ist denn das hier wieder? Ah, das ist ein Wildschweingelage. Okay. Dann bitte mal die Goblinjurte hier noch abreißen. Vogel? Ja, jetzt rennt er zurück. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Doch, jetzt kommt er wieder. Also man muss sie schon immer zwingen, auch zu ihrem Glück. Aber gut, er hat auch ein bisschen Lebensenergie verloren. Vielleicht wollte er was essen. Aber doch nicht jetzt. Einiges voller Jurten. Und hier ist Schluss. Und hier sehen wir noch ein leeres Irgendwas. Okay, liebe Freunde.
Das ist doch mal eine erfolgreiche Runde gewesen. Wir wissen endlich, was mit der Küche los ist. Wir haben eine schöne Schmiede gebaut. Wir haben ein Rattenloch beseitigt. Ich wollte hier eigentlich nochmal reingucken, aber da kommen wir ja nicht mehr hin. Das heißt, hier müssen wir nochmal bauen, um zu gucken, wie wir... Weil angeblich konnte man hier irgendwas machen. Ah, ich kann einfach draufklicken. Grabmohn kann ich hier machen. Eine strahlend rote Blume, getränkt mit dem Lebensblut eines gefallenen Zwergenhelden und von seiner letzten Ruhestätte gepflückt. Benötigte Ressource 200 im Vorrat, Wert 20. Keine Ahnung, was wir damit anstellen können, aber das ist doch schön. Können wir gleich mal eins von herstellen. Ein Grabmohn, wenn da noch jemand hinkommt. Alles klar. Wir sehen uns. Weiter geht's. War eine sehr spannende Folge. Ich find's super. Dann überlegen wir uns, wie wir hier an diese Monster-Eisenmine kommen und graben uns tiefer rein, würde ich sagen. Einfach nochmal. Hier ist nochmal Schleim und Kobold-Goblins und so weiter. Wir schauen mal, wo wir den nächsten Fahrstuhl hinbauen. Vielleicht machen wir hier einen unten drunter und dann vielleicht einen in die Mitte, der einfach weiter runter geht. Aber immer, wenn sowas kommt, müssen wir halt eine neue Station machen. Oder, ja, stimmt. Robert hat ja nochmal geschrieben, warum eigentlich nicht nach oben? Wir können den Fahrstuhl auch nochmal einfach hier hochbauen. Gut, wir werden sehen, was wir tun. Wir sehen uns bis dahin. Macht's gut, habt schöne Feiertage und bis dahin, habe ich schon mal gesagt. Aber ich sage es nochmal, bis dahin, macht's gut.